lustig. Ja, ist egal. Ey, Osterhase, hier sitz ich. Setz dich dahin. Ja, ja, mach ich. Als Chef der Feiertagszentrale begrüße ich alle Mitglieder zu unserer heutigen Sitzung. Wer macht heute das Protokoll und schreibt mit? Bitte nicht der Karnevalsclown. Ja, aber warum denn nicht? Du schreibst immer alles nur auf Konfetti. Das kann ich nicht lesen. Ich kann doch auf diese Karte hier schreiben. Nein, Finger weg. Ich bin doch die Valentinskarte. In mich werden nur Liebesgedichte geschrieben. Wenn es sich schon reimen soll, dann dichte ich auch im Protokoll. Halloween-Monster, magst du dann vielleicht das Protokoll schreiben? Na gut. Mach du das, Osterhase. Was? Ja, ich mach's. Na wunderbar. Nun, wie ihr alle wisst, ist wieder Adventszeit und wir sollten mal gemeinsam überlegen, welcher Feiertag als nächstes gefeiert werden soll. Hoffentlich nicht schon wieder irgendein Geburtstag. Wieso denn nicht? Du bist doch der Geburtstagskuchen. Ja eben. Und jeden Tag hat irgendwer Geburtstag. Ich muss immer arbeiten. Ich habe überhaupt gar keine Freizeit mehr und ich bin völlig abgebrannt. Beziehungsweise meine Kerzen. Ich habe aber auch Ideen für neue Feiertage. Wie wäre es mit einem Zuhörtag? Da muss man immer gut zuhören. Ich habe nicht aufgepasst. Worum geht's? Osterhase, hast du mitgeschrieben? Ja, ich mach's. Oder wie wäre es mit einem Käsetag? Da muss man so lange rumlaufen, bis die Socken stinken und Löcher haben. Wie ein Käse. Nee. Stinken finde ich nicht so gut. Was würdest du denn für einen Feiertag vorschlagen, Muttertagsblume? Naja, also es gibt ja schon den Muttertag und Vatertag auch. Warum machen wir nicht auch mal einen Feiertag für andere Verwandte? Zum Beispiel den Tantentag oder angeheiratete Großcousinentag. Ach nee, ich weiß was Besseres. Hamstertag, da verhexe ich euch alle in Hamster. So. Nein! Daneben nicht. Also wir sind hier in der Feiertagszentrale. Irgendeinen Feiertag müssen wir machen. Ja, ich mach's. Was ist denn mit dir, Silvesterrakete? Nein, Silvester ist doch erst am Ende des Jahres. Und Halloween war gerade erst. Hast du mich jetzt erschreckt? Ja, also dann schlage ich vor, als nächsten Feiertag machen wir einfach wieder Weihnachten. Ja! Was? Oh ja. Knaller. Gefällt mir auch gut. Och nö, schon wieder? Das war doch erst letztes Jahr. Und im Jahr davor auch. Und im Jahr davor auch. Und im Jahr davor auch. Ja eben, das hat doch immer ganz gut geklappt. Och, da hab ich immer so viel zu tun. Da muss ich an einem Tag die ganzen Geschenke verteilen. Schmeiß sie doch einfach wie Kamelle vom Wagen. Och, Weihnachten liegt auch immer genau in den Ferien. Ich wollte dieses Jahr mal wegfahren. Aber alle lieben Weihnachten. Fast noch mehr als Geburtstag. Och, also von mir aus können wir ja Weihnachten machen. Aber dieses Jahr ohne mich. Aber wer soll es denn sonst machen? Naja, einer von euch. Ihr seid ja schließlich die Feiertagsmannschaft. Wer meldet sich freiwillig? Also ich kann nicht. Ich hab ja gleich danach Silvester. Und ich hab Geburtstag. Und ich ne Lebkuchenunverträglichkeit. Wann genau soll denn das sein? 24. Dezember. Och nö, da kann ich nicht. Da hab ich ne Wurzelbehandlung. Wer ist denn jetzt noch übrig und kann's machen? Osterhase, du schreibst doch mit. Wer ist denn jetzt noch übrig und kann's machen? Osterhase? Ja, ich mach's. Ah, prima. Der Osterhase macht's. Das finde ich gut. Ich auch. Erste Sahne. Knaller! Einstimmig angenommen. Der Osterhase macht dieses Jahr den Weihnachtsmann. Damit ist die Sitzung für heute beendet. Ho, ho, ho. Ja, klasse. Endlich mal Weihnachten frei. Das wird ein Fest. Dann gehe ich mich jetzt mal umtopfen. Und ich muss zur Geburtstagsfeier. Ich bin dann mal weg. So, Entschuldigung, was ist los? Du machst dieses Jahr Weihnachten. Was? Ich? Na, das wird ja eine schöne Bescherung.
Jetzt Togo kostenlos auf YouTube abonnieren und kein Video mehr verpassen. Jetzt abonnieren!